RTL Journal, Maxim Gillen. Neben der Inflation und der Energiekrise gerät die Klimakrise leicht an der Vergiss. Das hat den Haut auch beim Klimastreik von der Initiative Youth for Climate gemerkt, wo wesentlich mehr Leute auf Klimaproblematik aufmerksam gemacht haben, wie die Jahre führen. Mentale Gesundheit war dann der Mittelstücke an der Chambre, eine Petition fordert der Remboursement von der CNS für psychologische Hilfe. An der Ukraine gefällt ein Pseudo-Referendum über eine Annexion an Russland aufgestimmt. Aus Russland flüchten weiter massiv Leute, die Illusion nach der Armee angezogen. An den Sport gucken wir heute auf den Automobilsport. Wir haben am Europameister am Autocross unter anderem darüber gesprochen, wie ein Dieren so einen Titel kann abmachen. Und mit dir gibt es. Manner Karl Hund bei minimal 7 Grad, die Weekend geht dann mit Variabel heute durchnass bei 15 Grad. Guten Abend am Journal. Es war ein mi intim Klimamanif de Mittag an der Stadt. Während die letzten Jahre ein paar tausend Junker dabei waren, waren der Haut ein 100. Aber die, die da waren, waren aber hart. Monika Camposeo hat Stimmung für Reiser gefangen. Wir sind da, weil wir das für Klima machen. Für Stimmung war auf jeden Fall gesorgt. Der Cortege ist eine halbe Stunde mehr spät losgegangen wie geplant. An der Hoffnung, dass sich auch noch ein paar Leute gehen schließen. Youth for Climate Luxemburg hat mal bis zu 300 Leute gerechnet. Dass ihn das Ziel nicht erreicht wird, erklärt ihn sich so. Es ist halt immens komisch, gehend etwas unzukämpfen, was du nicht ergreifen kannst, was dich nicht wirklich affektiert. Und das ist auch nicht motivierend, dass du wirklich immer nicht bei der Politik gehst und immer nicht etwas forderst und du siehst nicht, dass sich etwas ändert. Und wenn es verstehe ich, wenn die Motivation noch verliert. Mehr etwas machen, als immer besser wie nichts machen. Für Jasmine Vinandia sind die ersten Demo als Organisatrice. Die junge Schülerin engagiert sich aber schon mehr lang. Wie sie hat auch eine Junge bedauert, dass die Motivation verloren geht, wenn sich politisch nichts ändert. Wir sind an die Chambre gegangen. Sie haben uns gesehen, dass es etwas gemacht werden muss. Es muss logisch sein, sonst ist es dünner zu spät. Es wäre schöner mit mehr Leuten, aber ich glaube auch, dass wir als Gruppe hier etwas in Bewegung bekommen können. Ganz viele Leute werden heute neu stimmen haben und sowieso sind sie nächstes Jahr auch wählen. Der Gouvernement soll sich mehr für die Klimazukunft interessieren. Mit den Wählen erhofft sich auch Youth for Climate den Umschwung an der Umweltpolitik. Mehr für die Leute, mehr noch für den Profit, wie es auf den Plakaten zu lesen ist. Die Organisation, die von Schülerinnen und Schülern gelehrt wird, will übrigens besonders am Wahlkampf nächstes Jahr mit neuen Projekten aktiv gehen. An den Litzebäuer Büscher geht es schlecht. Während dem letzten Jahr aus 12 von Bäumen, die stark beschädigt oder tot sind, 10% geklommen. Das geht aus dem Bilan über die Gesundheit von den Litzebäuer Büscher auf 4, den halt publiziert gauf. Nur 3 zu dröschnen an zu warmen Jahren wird wieder zu Jahr irgendwie favorabel für den Büsch gewischt. Mit dem Sommer 22 hat die Evolution irgendwie zurückgedreht, sodass Bäumen, die schon viel zu schwach waren, weiter beschädigt gaufen. Alles an allem sind nur diesem Sommer mehr wie 60% von den Bäumen stark beschädigt oder sogar tot, gut 20% haben leicht schiert und nur 15% sind ganz gesund. Tantwerk für solidarisch am Kampf gegen die Inflation. Man fordert, dass nächstes Jahr nicht mehr wie die ELO vorausgesuchten 2 Index-Tranchen müssen ausbezahlt gehen. Den Druck auf Tantwerksbetriebe wie mit diesen 2 Tranchen an der Haus vom Mindestlohn schon immens groß. Da soll die Regierung sich am finalen Tripartitsakkord engagieren, dass nächstes Jahr kein dritt oder viert Index-Tranche auf die Entreprisen zukäme, hieß der Mittag von der Chambre des Métiers. Bei der Handwerker kann man bezweifeln, die nämlich, dass die Inflation durch die annonciert Mesuren nächstes Jahr effektiv so weit aufgedreht kann gehen, wie der Stadtdeck das vorausgesagt. Mit der Hoss vom Mindestlohn um 3,3% und den 2 geplanten Indextranchen geben Personalkosten für Betriebe an den nächsten Monat vom nächsten Jahr alles an allem 8,5% klammen. Der Chambre des Métiers hat die Hoss vom Mindestlohn um einen ähnlichen Effekt wie ein Indextranche. Das wird am Sektor ein grosser Mangel dem qualifizierten Personal geht und in der Wienst auch all die anderen Paien müssten oben aufpassen, für attraktiv zu bleiben. Neben dem Handwerk sorgen die massiv Preishossen auch an der Landwirtschaft für solid Kapzerbrüches, aber auch das neue Agrargesetz sorgt weiter für Unmut. Dafür diskutieren wir nur bei uns auf der Antenne an der Emission Background über das, was dem Bauernwesen überleidet. Am Studio sind der Landwirtschaftsminister Claude Hagen, der Präsident von der Landwirtschaftskammer Guy Feider, der Luc Emering von den Jungbauern und direkt von Bio Lützeburg Daniela Nösen. Der Background über Probleme an der Landwirtschaft, auf wenn wir zusammen rauskommen, hier die Wege gewinnt, Tisch 12 von Engauer, hier im Radio, ob er der Lalu auf Viettab.
Die mentale Gesundheit ist ein ganz grosses Schei am Land. Wir haben hier Probleme, auch von den Sinnet voll gesehen. Das hat Gesundheitsministerin Paulette Lehnert de Mütter an der Chambre, wo ein öffentliches Debatt über deine Petition war, an der gefordert wird, dass Gesundheitskäse Rechnungen vom Psychologen remboursiert. Petitionärin hat anhand von ihrer persönlichen Situation expliziert, wie wichtig das dort wird, dann ihr Raske hat Diskussion zuwiert. Paula Antunes und zwei von ihren drei Kindern haben psychologisch Hilfe gebraucht, nachdem sie ihre Mann respektiv Pabukrebs gestorben ist. Sie hat sich herausgestellt, dass das finanziell nicht drauf war. Sie haben ihre Füße zugunsten von ihrer Durchdruck-Hilfe von einem Psycholog verzichtet, weil das Mädchen zusätzlich Probleme hat, weil er dann der Schule gemobbt wird. Ich gucke, dass ich eben dann allein eins gehen mit meinen Sorgen, mit meinen Problemen, mit Tatsache Kantor-Betreuung. Wo das einmal dann auch festfällt, ne? Wo ich noch Hilfe bräuchte, ne? Mir so, finanziell geht es eben nicht. Paula Antunes sieht, sie hat mit vielen Leuten geschwätzt, die an demselben Fall wären. Leute, die psychologisch Hilfe bräuchten, mehr Schwach müssten machen. Entweder geht in die Suche ein Wäsch für den Psycholog, und dann hat er keine Suche für seine Rechnungen daheim zu bezahlen, ne? Oder für sogar nicht vielleicht zu weil das Unterschied für ihn, den 3.000 oder 4.000 Euro verdient. Ne? Deputiert an Gesundheitsminister schon an der Diskussion darauf aufmerksam gemacht, dass die Service geht, die an diesem Fall mit einer Gratisprisung Schorsch hätte Kindern helfen. Es wird tragisch, dass die Hilfe nicht bei der Familie kommt, hat Paulette Lehnert bedauert. Ich meine, das muss man uns alle Guten zu Herz füllen, dass ihn da überlegt, wie ihn das kann weiter bekannt machen. Also für uns alle mal an erster Stelle bei den Professionellen. Weil das ist nicht um Bürger, für die Weg zu fahren, dass ich schon an so einer Situation dann noch mit der Hand ein bisschen geholt gehen. Paulette Lehnert und die Claude Hagen haben erklärt, dass der Psychologe nicht von Haut auf Mulka remboursiert gehen, weil den nicht als Gesundheitsberuf definiert ist. Per Konto gebe ihn alles draufsetzen, dass es so sehr wie möglich ein Akkord zwischen den Psychotherapeuten an der Gesundheitskäse gibt. Der Mann ging 10 Uhr als ein Mann zur Reise an der Ulzestraße an den Hauser gebracht, nachdem seine weitere Person an einem älteren kleinen grünen Auto mit französischen Placken an der Gegend vom Haus getut hat, als der Mann aus dem Haus rauskommen und die zwei sind zusammen fortgefahren. Los ist die Polizei an der Sache nur zeigen, wenn er es gesehen hat, soll sich von der Schlief bei der Polizei Reiserbahn melden. Und nachdem so eine Nacht von dem Mittwoch auf den Donnerstag an der Stadt mehr wie 100 Autos beschädigt gaufen, fragt die Polizei auch nur dort Proprietäre von beschädigten Autos, die das noch nicht gemacht haben, sich zu melden. Der präsumierten Täter wird schon festgeholt gehen an einer Untersuchungshaft. Über den Sommer gaufen 60 Accidenten mit Motorcyclisten bei der Polizei registriert. 16 Motorcyclisten gaufen dabei schwer blessiert. 8 sind dabei im Leben gekommen. Das schreibt die Polizei heute in ihrem Bilan über die Motorrad-Saison. Bei solchen Kontrollen in der Stadt Land gehen 750 Protokolle für Motorsfahrer, bald halte Stufe, wenn es zu hoher Vitesse. Auch in 120 Fällen haben die Schaufren auch Punkte verloren. Von Moro gibt Benzin und Diesel im Licht mit Dauer. Der Super 95er klemmt um 3,5 Cent auf dann 1,64 Euro. Beim Diesel also den Hoss für gut 6 Cent auf 1,81 Euro. Auch der Masut geht um rund 6 Cent mit Dauer. Beim Liter Schwefelärme klemmt der Preis dann auf 1,22 Euro. An einer Pause gehen wir an das Land. Wir wollen uns bei Ford nicht allzu viel bretzen, aber es geht gesagt, dass der Ford Puma einen Malt-Hybrid-Motor hat, wodurch er sich ganz angenehm fährt. An der Welt könnt ihr ja mal probieren. Bucht einfach einen Testfahrt während der Ford Blue Days vom 15. bis den 30. September. Mehr Info auf Ford.lu. Große Ouvertüre! Bei Schmied gehen wir noch mehr Chance für die ganze Familie. Superfit, Skechers, Puma und viel mehr! Komm de lo an de grösse Rayon und kann er schon ein ganz Bündelux. Schmied, Schuhe, Mode, Sport. Hallo am Shoppingcenter Massen. 60 mal 3 mal. Lina, mach dir de Kontit Vakanz? Nee, ich gucke, was mich de weh ob die Schaff kost. 60 Kilometer hin und zurück und man hängst du Stau, dat dreimal an der Woche und dann hat deine Benzinspreise. Ha ja. Vielleicht muss ich mein Kollege noch nicht gesehen. Aber die Lesung in Toyota Hybrid wie den an der Moyen 25% Manner verbraucht. 25%? Und dann am Ende ist den Hybrid derselbeste Preis wie de Modell am Benziner. Und wir fanden dat nimmer normal. Auf alle Fall bei Toyota. Toyota, denk drüber nu. Limitiert auf verschiedene Modelle. Mehr auf Toyota.lu. Der Journal 20 bis 7 an der Ukraine gaufen hat das Pseudo-Referendum noch aufgehalten, die weltweit kritisiert ging. An der Region Luhansk, Donetsk, Cherson und Saporischa waren die Leute heute abgerufen, ihre Stimme aufzugehen.
erste Sourcen noch, hat wären noch Leute gezwungen, gehen aufzustimmen. Ein ganz Reihe Länder haben über dem schon annonciert Resultate von diesen Referendumen nicht unzuerkennen. Am Kreml geht ihn davon aus, dass bei diesen Referendumen ein Ja für ihren Beitritt zu Russland rauskommt und hat annonciert, dass diese Annexion sehr wer dem gesagt gehen, geht die Ukraine durch noch probieren, Kontrolle über das Gebiet zurückzukriegen, geht das als Attack auf Russland gewährt gehen. Nachdem der russische Präsident annonciert hat, wollen ein 300.000 Reservisten für die Armee anzuziehen, geht Zoll und Russen, die ihr Land wollen verlassen, weiter an die Luft. Ein großer Teil davon probiert, darüber auf Finnland zu reisen. Die finnische Regierung denkt, da wollen sie darüber nur Tarifs für Russen zu beschränken. Nächsten Montag sollen die Ambassadeure von den EU-Mitgliedstaaten zu Brüssel zusammenkommen, für darüber zu schwätzen, wie die Europäische Union mit den russischen Männern soll umgehen, die aus Russland flüchten, für nicht muss nach der Armee zu gehen. Es will die Reaktion von den EU-Ländern koordinieren. Die Formel 1 boomt wie schon lange nicht mehr. Den Dylan Pereira als die erste Kehr Porsche Supercup-Champion. Allo hat Lützebüsch mit Kevin Peters hier auch ein Europameister am Autocross. Das ist eine Disziplin, die sicherlich von der Popularität hier beim breiten Publik handelt den großen Automobilsportarten leid. Frohen, die sich dem noch stellen sind, kann ich überhaupt von dem Sport leben, respektive möchte so ein EM-Titel verschieden Dieren ab. Der Frankie Hippert hat noch gefragt. Der Kevin Peters ist also schon 10 Jahre am Autocross auf diesem Niveau NRW. Zwei Kurse für den Schluss wird der Pilot den Europameistertitel mit seinem Buggy an der 1600er Klasse dann noch ein erste Kehr an der Tasche. Das Gefühl, das ist einfach genial. Ich meine, das Ziel habe ich mir schon gesagt, seitdem ich mit dem Autocross angefangen habe. Ich habe so dreimal den Vizetitel erreicht und mein Ziel also da war noch immer nach wie vor geblieben. Ein Kehr. Europameister zu gehen in der Klasse und da tun ich das, die auch fertig spricht. Der 34-jährige Peters weiß, dass am Automobilsport so Kategorien wie Formel 1, Rallye-Weltmeisterschaft oder Porsche Supercup mehr an der breiten Öffentlichkeit rausstechen wie Autocross. Das ist alles professionelle Niveau. Den Autocross ist immer nach Amateurbasis, von denen dazu kann so ein paar eine Autocross-Europameisterschaft gehört ganz, ganz viel dazu. Muss in die nächsten Leute an zu stehen und Familie. Der Papa war in der Hölle, die Kollegen, die man gehen, auf Kursen. Und aber auch muss ich noch die finanzielle Hölle von Sponsoren, weil das Budget kann ich nicht abtreiben für eine ganze Europameisterschaft zu führen. Ob den Europameistertitel noch für Zukunft dieren ob möchte, als für den neuen Champion schwer zu sein. Hoffentlich mal vielleicht für die nächste Saison besser das Budget noch gestemmt zu kriegen und, oder mir einfach Sponsoren zu finden. Und weiß ich auch nicht, was du verschiedene Chassisbauer so und zu mir hey, komm Kevin, du kriegst ein Auto von mir, wir können verschiedene Kurse zu fahren. Der letzte Weekend gibt den Titel zu Saint-Denis-de-Vert auf Frankreich gut gefeiert. Du hast Kevin Peters aber schon erst in Italien für die 9. und Nummer 2. letzte Kurs von der Saison zu fahren. Du kannst dann an 12 Wochen nach die letzte Manche Spanien und du geht dann aber richtig Fiesta gemacht. Und Temperaturen gehen weiter kalt, Jibes. Ja, kein Fiesta mit den Temperaturen noch, was Meteor betrifft. Geht es mir kill, und noch deals nass an den nächsten Tag. Den Oven an Hand bleibt man nach Drischung bei 7 bis 10 Grad. Muss dann ein Mix aus Sonne, Wolken und kleine lokale Rieschauern bei maximal 15 Grad. Sonden wohl bedeckt, aber kaum noch rein bei 16 Grad. Und die nächste Woche starten wir dann unbeständig 13 Grad am Ende und dann all der 1 Grad Männer.